Der Euro Youth Cup 2020. Eines der besten U17-Turniere überhaupt. 8 Teams, darunter Turin, Lüttich, Kopenhagen. Internationale TV-Berichterstattung, Livestream. Sport 1 überträgt 5 Kameraperspektiven, LED-Bande. Zu sehen die Champions League und Nationalspieler von morgen. Corona, eine Hürde, die Probleme mit sich bringt. Dennoch halten uns die Sponsoren die Treue. Ein Vertrauensbeweis der besonderen Art. Die Unterstützung macht das Turnier auch 2020 möglich. Wir haben ja vor 3 Jahren angefangen mit dieser Serie und das Format hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Ich würde sagen, jetzt nach dem 3. Jahr sind wir voll im Programm drin. Das ist für die Staatsanwaltschaft ein unheimlicher Imageträger, solch die Welt zu Gast zu haben im Sport, der ja die Welt beherrscht. Fußball passt zur Sportstadt und ich bin hochzufrieden mit der Veranstaltung, kann ich wohl sagen. Ja. Die Clubs kommen nach St. Wendel und alles funktioniert. Also wir haben ja bis zum Schluss gehofft, dass es überhaupt möglich ist. Es ist unter Bedingungen, die man sieht, sehr gut durchführbar. Kann gleich ein Beispiel für andere sein. Und die Jungs performen. RB Leipzig, der 1. FC Kaiserslautern und die Teams aus der Region. Saarbrücken, Elversberg, Schaumburg-Prims. Die Mischung stimmt. 2 Tage, 20 Spiele, 60 Tore. Der Euro Youth Cup 2020, ein Turnier unter erschwerten, besonderen Bedingungen. Und doch rollt der Ball und die Logistik funktioniert. Es darf gejubelt werden. Im Finale trifft Juventus Turin auf Standard Lüttich. Dramatik pur. Sensationelle Tore. 1:1 nach der regulären Spielzeit. Die Entscheidung fällt erst im Elfmeterschießen. Turin schnappt sich den Titel. Viva Italia! Und wir freuen uns schon auf die nächste Auflage 2021.